Hallo Leute, es geht weiter mit Dust in Illusion Tale. Ich bin im Geisterhaus und habe jetzt wieder mit Fidget auf Blitzattacke umgeschaltet, weil ich gemerkt habe, dass das doch die effektivere Methode ist und habe jetzt gerade den doofen Magier platt gemacht und das geht jetzt wesentlich schneller als vorher. Wird aber auch nicht der letzte, glaube ich, gewesen sein. Von daher, ja, hoffe ich mal, dass ich wieder hier rauskomme aus dem Häuschen. So, das ist schön. Da ist er schon. Hilfe! Ich sterb hier gleich. Das läuft wieder mal total gut, merke ich schon. Ach ja, ich liebe es. So, das war's wieder mit ihm. Ja, stirb. Meine Güte, und ich hier selber gerade wieder kurz vorm Sterben, oder was? Oh Gott. Ja, und ich habe aus Gründen dafür, dass ich wieder auf Festplatte C bei mir aufnehme, was ja immer total ruckelig bei mir läuft, habe ich extra mal die Grafik runtergeschraubt. Nicht wundern in diesem Part, weil ich dachte, nee, nicht, dass das wieder so ruckelt. Und dann lieber so. Deswegen ist das alles gerade ein bisschen größer. Wo komme ich jetzt hin? Ich bin jetzt in einem Bereich, wo ich noch gar nicht war. Oh. Aha, jetzt kann ich hier so rumjumpen. Oh, Levelaufstieg. Ja, das sehen wir natürlich gerne. Machen wir mal Fidget wieder nochmal höher, bin ich dafür. Obwohl unsere Verteidigung nicht gerade Bombe ist, aber naja. Komm mal her. Oh, jetzt ist sie da kaputt gegangen. Die sollte hier kaputt gehen, die Bombe. Komm mit. Explodier. Da sind voll die vielen Schlüssel, die will ich haben. Explodier. Ja, dann eben so. Drei schöne Schlüssel haben wir jetzt. Ja, die wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen, wenn es die hier schon mal im Geisterhaus gibt. Es muss ja auch mal eine Belohnung geben für den ganzen Kram, den wir hier machen. Ich kann hier aber auch nach links hoch, ne? Oder irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht. Wie komme ich denn darüber? So mit Schwung? Oder mit diesem Fliegen wieder, mit diesem Extra-Jump? So, wenn ich jetzt hier so... Genau, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Ah. Oh Gott, kommen wir endlich raus hier? Ach, wie schön. Ach, und hier ist noch was. Notizen zugefügt vom Diener, vom anderen. Notiz des Dieners 3. Die anderen drei Anwesen aus der Wiese wurden geleert. Ob Meister Kane und dieser General etwas damit zu tun haben, werde ich nie erfahren. Der Meister kommt fast nicht mehr aus seinem Büro heraus. Manchmal denke ich, dass ich ihn weinen höre. Manchmal höre ich ein verrücktes Schreien, wie Dinge umgeworfen und zerbrochen werden. Aber er lässt mich nie rein. Wo war ich jetzt? Aber er lässt mich nie rein. Was geht in diesem Haus vor sich? Was ist mit Notiz des Dieners 2? Hätte ich die noch finden müssen?
Oh, und ich habe hier was Schönes gefunden. Ja, wir müssen das unbedingt mit der Schmiedin mal machen, damit wir die erreichen können und auch da zwischendurch. Ich war nämlich hier noch nicht, glaube ich. Vielleicht finde ich da die nächste Notiz. Ich war doch hier noch nicht irgendwie. Hier so. War das jetzt blöd? Ich laufe hier einfach mal weg. Wo bin ich jetzt? Hallo? Bin ich jetzt wieder an diesem komischen Ort? Ach, hier bin ich jetzt wieder, oder was? Oh, jetzt muss ich wieder durch die Tür. Das war jetzt nicht schlau. Naja, aber hätte ja sein können, dass ich da die andere Notiz finde. Vielleicht gibt es ja aber auch noch ein Geisterhaus, von dem wir nichts wissen. Und, ja. Ne? Jetzt kommt bestimmt der Magier auch wieder. Oh, nö, ne? Habe ich es mir schwer gemacht? Scheiße. Okay. Ja, wie ihr seht, geht das mit der Technik ganz gut. Ich wünschte, ich hätte das alles früher gewusst und gekonnt. Dann hätte ich nicht so viele Parts damit verdödelt. Sammeln wir mal ordentlich Kohle wenigstens. Na Gott sei Dank. So, jetzt aber wirklich raus hier. Dass die auch immer alle so belästigend die ganze Zeit rumnerven müssen. Echt schlimm. Jetzt hopp, hopp, hopp. Und dann raus hier aus dem Haus. Hätte gerade eben schon rausgekonnt, aber naja. So, jetzt aber, Gott sei Dank, wieder zurück zur Sorgenwiese. Und bei dem Typen ein bisschen shoppen. Und zwar Brathähnchen geht immer. Das Zeug auch. Und das auch. Und ja. Damit hat sich's dann auch. Klar, ich kann auch ganz viel verkaufen. So ist nicht. Aber ich will halt nicht so viel Zeit verplempern. Das mache ich immer lieber. Mache ich lieber außerhalb der Aufnahme. Wir gehen jetzt zurück zu dieser Frau. Ach ja, und speichern. Ja, wir speichern. Ich habe es endlich geschafft, aus dem Haus raus. Hey, nicht meine Kette zerbrechen. Weg mit dir. Nach oben.
Aua, jetzt hat er mich auch noch runtergekickt. Das war voll blöd. Weil jetzt kann ich ja nochmal gegen ihn kämpfen. Wie fies ist das denn? Kriegt auch langsam einen Drückschaden hier vom Gamepad. Uah! Gleich sterbe ich. Nein, ich bin schon wieder runtergefallen. Das gibt's doch nicht. Oh, das ist echt so eine Kackstelle hier. Ich lauf lieber mal weg hier. Vielleicht hilft das ja. Dann falle ich nicht immer runter. Ja, ist gut. Na endlich. Leute, das Spiel macht mich echt fertig. Wo ist jetzt die Frau? Wir schlagen uns hier echt wie die Bekloppten durch. Nein, 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 nicht schon wieder. Ich hasse diese Typen, ich hasse sie so. Mann, 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 Mann. War es das jetzt endlich? Ich bin weg hier. Ich hasse diese Sorgenwiese. Das war eine ganz blöde Idee, hierher zu kommen. Wenigstens weiß ich jetzt, wie ich Fidget richtig gut einsetzen kann. Toll. Leute, wie oft soll ich denn noch was zu mir nehmen? Nicht schon wieder einer. Wie gemein! Ja, nee, ist klar. Ist klar. Leute, ist klar. Langsam gehen mir meine Sachen aus.
Oh Mann, ich bin so froh, wenn ich das hinter mir habe. Ihr seht's ja, es ist nur diese blöden Magier, die ganze Zeit auf einen reindreschen. Es ist so nervig, so anstrengend. Boah, ey. Los, weg hier. Ja, wir sind richtig. Da ist dieser komische... Ich mache jetzt alles platt, was mich nervt und was sich hier in den Weg stellt. Gut, meine Ketten zerbrechen zwar immer noch mal, aber... Mein Gott, okay, machen wir mal Verteidigung auch höher. Besser ist. Nein, 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 nein. Warum nur? Warum? Ich bin so weit gekommen. Oh Gott. Bis gleich, Leute. So, da bin ich wieder. Hab mich wieder durchgeschlagen und bin jetzt an derselben Stelle, wo ich zuletzt draufgegangen bin. Genau da geht's jetzt weiter, als wäre nichts gewesen. Und, schlag mich weiter durch, ne? Was auch sonst. Mittlerweile komme ich ja ganz gut voran. Warum schaltet sich das immer um von Fidget? Die soll schön weiter bei ihrem Blitzkram bleiben. Sehr effektive Waffe. Sehr schön. Ja. Weiter nach links oder wo ging es nochmal lang? Hauptsache nicht treffen lassen. Oh Gott, ein Speicherpunkt. Endlich. Ich habe keine Lust, das nochmal zu machen. Ja, nun mach schon. So. Wo ist die Frau? Wo war die noch gleich? Die war doch hier unten, oder? Hello, wo bist du? Hier, da ist sie doch. Guck mal. Please, find those items. Aber eins habe ich doch schon. Da muss ich jetzt echt mal in die Mission gehen. Cora hat dich gebeten, hier ein Erinnerungsstück aus den verlassenen Anwesen in den vier Ecken der Sorgenwiese zu holen. Das heißt, in dem einen Ding, in dem einen Haus habe ich keins gefunden. Ich habe nämlich eine Brosche. Ich hatte nämlich so eine Brosche hier. Wo war das? Nee. Auch nicht. Wo sind diese besonderen Gegenstände? Hier. Hier, Brosche, eine alte und wunderbar verzierte Brosche. Die haben wir aus dem letzten Anwesen, wo ich war, geholt. Aber dann muss ich nochmal in das andere rein. Weil, ja. Und hier waren wir auch noch nicht. Nee, da waren wir noch nicht. Ja, gut, dann sind wir hier einfach mal hier. Hui, lassen wir uns... Ah! Einfach mal hier runterknallen. Gut, weil wir hier auch noch nicht waren, vielleicht kommen wir hier auch zum nächsten Anwesen. Ich weiß es nicht. Könntet ihr mich mal bitte aufhören zu nerven hier in der Ecke?
sehr nerviges Nest da oben. So. Blöder Winkel. Wow, nein, 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 nein. Ja gut, eigentlich wollte ich jetzt wieder zum anderen Anwesen zurück, aber dann machen wir mal hier weiter. Nach ganz oben oder wo hin? Ach, hier geht's gar nicht weiter. Gut, dann, das ist gut. Ich blick sonst immer nie durch. Stirb, du komischer Vogel. Ist hier das nächste Anwesen? Ja, ich schätze mal schon. Ach Mann, Leute. Das ist echt ein bisschen arg viel, finde ich, mit den Viechern. Ich finde, ein bisschen weniger hätte es auch getan. Das war klar, dass ich hier einmal reinfallen muss. Nein, nein, nein. Und nochmal reinfalle, bis ich sterbe. Aber wenigstens habe ich ja jetzt relativ gut gespeichert. Machst du ganz toll, Fidget. Ich habe ein bisschen Angst hier. Was kommt hier? Er schon wieder. Er ist besiegt wieder. Ich bin so froh. So froh, so froh, wenn er immer tot ist. Selbst wenn es ihn nur einmal geben würde, würde er mich schon nerven. Aber nein, es gibt ihn ständig, immer wieder. Wir können ihn immer wieder töten. So wie hier zum Beispiel. Und nochmal und nochmal. Ja, das war jetzt ganz gezielt auf ihn gezwirbelt. Das finde ich gut. Och, ey, das gibt's doch nicht. Leute, ihr übertreibt mit denen. Ganz ehrlich, nerviger kann's ja schon gar nicht mehr sein. Das einzig Gute daran ist, dass man dann wahrscheinlich relativ gut levelt. Aber sonst könnte ich auch gut und gerne darauf verzichten. So, wo kommen wir denn jetzt mal hin? Mein Gott. Ach, mal wieder ein Laden, Mensch. Sehr abwechslungsreicher Part, ich merke schon. $480, ja, ja. Ich habe nicht mehr viel Geld, hab's verstanden. Oh, da, Notiz, das Café.
Na, dann lesen wir uns das nochmal durch. Das Café. Kehre ins Nebelhorn-Café zurück, wenn es nicht zu viele Umstände macht. Es könnte ein unangenehmes Wiedersehen geben. Und wenn es dir zu viele Umstände macht, geh trotzdem ins Nebelhorn-Café. Okay. Okay. Na Mensch, eine Schatzkiste. Dann machen wir die auch nochmal. Was bekomme ich? Dinge, die ich noch nicht benutzen kann und Hotdogs. Ganz viele schöne Hotdogs. Okay. Ah, hier können wir hoch. Hoch, hab ich gesagt. Hoch, halt dich fest, Dust. Das Ding ist, wie komme ich da vorne hin? Kann ich da einfach so hinspringen? Weil damit ich da hinkomme... Jetzt kommen die mir sogar hier runter, ey. Ich glaub's nicht. Die lassen sich hier einfach fallen. Da ist ein Schlüssel. Wie komme ich da hin? Wahrscheinlich von der anderen Seite. Muss ich erstmal hier lang. Anders geht das ja gar nicht. Scheiß auf den anderen. Egal. Wir wollen weiterkommen. Hier, so kommt man auf die linke Seite und... Oh, ein Speicherplatz. Ich mag Speicherplätze. Ja, da ist das nächste Anwesen. Es fängt doch hier schon wieder an. Haha. Okay, was ist hier noch links? Wieder ein Händler? Nee, eine Kiste. Ah, cool. Ist das hier die zweite Dorimo-Anwesen? Ist das hier die zweite Notiz des Dieners 2? Da haben wir sie doch. Heute Morgen klang schrecklicher Lärm vom Anwesen unseres Nachbarn herüber. Als ich oben aus dem Fenster schaute, um zu gucken, was los war, sah ich drüben genau denselben Offizier. Seine Soldaten zerrten unsere Nachbarn weg und schrien dabei etwas von Mondblüter-Sympathisanten. Als ich Meister Kane davon erzählte, bot er mir den Lohn für eine ganze Woche an, wenn ich nie wieder davon sprechen würde. Das ist ja sehr mysteriös hier. Jetzt kommt doch bestimmt der nächste Geist hier, oder? Da ist er schon. Da ist ein Schlüssel. Ich hab ihn. Aua. Schnell, schnell. Hoch oder runter? Oh Gott. Schnell was nehmen. Weg, 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 weg. Weg mit dir. Fidget. Hilf mir doch. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Aber er kommt mir hinterher. Mann. Solange er mich so nicht kriegt. Huh. Er kommt mir immer noch hinterher. Hilfe. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt ist er weg. So, ich habe einen Spazierstock. Das wird wahrscheinlich das nächste Objekt sein aus dem Haus. Damit hätten wir das zweite Objekt. Und ich würde sagen... Ja, jetzt muss ich hier wieder zurück zum Geist. Oh, so einer wieder. Thank you.
Meine Fresse nochmal. Okay. Ich werde mich jetzt mal hier weiter durch das Haus schlagen, weil sonst wird der Part echt zu lang. Und ja, wenn hier noch Schlüssel sind, sammle ich die ein. Und ich werde auch einfach das andere Symbol mir noch schnappen aus dem anderen Anwesen, wo wir schon waren, weil ich finde, wir verplempern so viel Partzeit hier mit dem ganzen Rumgerenne und dem Zwischendurchgekämpfe, um das Eigentliche, was wir tun sollen, weiterzumachen. Und nur das letzte Anwesen, würde ich sagen, machen wir dann nochmal zusammen und holen dann das letzte Symbol. Dann bringen wir ihr das alles zurück, der Cora. Und dann hoffe ich mal, dass wir hier von der Sorgenwiese endlich beim nächsten Mal wegkommen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.